Ihr hört immer wieder das Thema Achtsamkeit bei mir. Das Thema Unitask-Zeiten des Gehirns. Da ist doch immer die Frage, was will der denn eigentlich von uns? Der Mr. T aus Karlsruhe. Ah, so, ja, nicht vergessen. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Triemacher. Mr. T aus Karlsruhe. Heute das Thema Achtsamkeit, das Thema Unitask-Zeiten des Gehirns, das Thema Meditation. Auch hier möchte ich es heute ganz kurz und knapp halten, um euch nicht zu überladen mit Informationen, sondern euch einfach so ein paar einfache Tipps mitgeben, wie ihr relativ schnell mehr Resilienz, also mehr Stressresilienz erreicht, dadurch natürlich auch ausgeglichener wird, dadurch natürlich auch belastbarer wird und dadurch natürlich eure Körpersprache eine viel schönere Sprache spricht. Denn der Körper, eure Körpersprache, ist immer das, was die Menschen als erstes sehen. Kommt ihr zur Tür rein, spricht erstmal euer Körper und danach wird das aufgenommen, was ihr sagt. Und wenn ihr zur Tür reinkommt und die Körpersprache ist schon etwas schwierig, dann sind wir direkt, ohne überhaupt ein Wort zu sagen, sind wir direkt in einer sogenannten Schublade, in der Globalisierung, in einer Schublade drin, wo wir einen Stempel drauf haben, weil derjenige uns dann abstempelt und sagt, ja, Körpersprache und so und so, der kommt da rein. Das ist bei den Menschen, läuft es intuitiv ab, über das Bauchgefühl. Und wenn wir mal in der Schublade drin sind und die Schublade ist die falsche Schublade, ist es schwierig, wieder aus dieser Schublade rauszukommen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir das Thema Achtsamkeit, Unitaskzeit, unseres Gehirns einmal ernst nehmen. Jetzt habe ich es verpackt in drei Punkte, okay? Also, Achtsamkeit. Kann man auch Meditation nennen. Das gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist das Thema. Und Punkt Nummer 1 zu diesem Thema ist, dass wir uns, wenn möglich, dreimal pro Tag 5 bis 10 Minuten, also für Anfänger 5 Minuten, uns Zeit nehmen, Unitask zu werden, unserem Gehirn Unitask zu werden. Das wäre zum Beispiel eine gute Idee, morgens vor oder nach dem Frühstück mal mit 5 Minuten anfangen. Mittags vor dem Mittagessen zum Beispiel mit 5 Minuten. Und abends, wenn Zeit ist, wobei die Zeit haben wir ja, das ist ja eigentlich Unsinn zu sagen, wir haben die Zeit, nochmal 5 und abends sogar bis zu 10 Minuten unserem Gehirn die Chance geben, sich zu beruhigen, die Chance geben, das Gehirn mal eine Zeit lang auf Standby zu stellen. Denn unser Gehirn ist in der Regel nonstop am Arbeiten. Ich habe hier Coaches, die hauptsächlich im Bereich der oberen Ebene arbeiten, entweder Geschäftsführer oder Abteilungsleiter, selbstständig. Also Menschen, die den ganzen Tag viele Entscheidungen treffen müssen und die den ganzen Tag natürlich in ihrem Kopf unterschiedliche Baustellen verarbeiten, unterschiedliche Stressszenarien mit den Mitarbeitern, mit Kunden, mit neuen Projekten verarbeiten müssen. Das bedeutet, der Gehirnstoffwechsel ist die ganze Zeit am Gedanken verarbeiten. Wir haben ständig ein Rauschen im Gehirn und das bedeutet, dass wir 2 bis 3 Mal am Tag dieses Non-Stop-Denken unterbrechen. Deswegen ist es gut, dass wir uns Zeiten einplanen, morgens, mittags und abends, diese Zeiten auch am Anfang fest verankern, in den Terminkalender eintragen, uns noch einen Reminder machen, denn am Anfang ist es ja noch keine Routine, sondern es wird ja erst im Laufe der Zeit eine Routine werden, nach 6 bis 8 Wochen, wenn wir es regelmäßig gemacht haben und wenn wir feststellen, wie gut sich das anfühlt. Das ist mega, wenn ihr das mal eine Zeit lang gemacht habt, dann vermisst ihr das, wenn ihr das nicht macht. Da kommt auch so ein bisschen eine kleine Sucht, aber das ist eine gute Sucht, das ist eine gesunde Sucht. Und deswegen 3 Mal pro Tag die Zeiten einplanen für Achtsamkeit, 5 bis 10 Minuten. So, das wäre Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Wie mache ich das am einfachsten? Muss ich jetzt erstmal nach Asien und 8 Wochen in einem Kloster das Ganze erlernen? Kann man machen, muss man nicht machen. Ganz einfach, die einfachste Methode, die es gibt, ist auf die Atmung zu achten. Denn dann, wenn wir bewusst auf die Atmung achten, lenken wir unser Gehirn ab. Das heißt, Atem beobachten. Atem beobachten. Also auf den Atem achten. So, und wie macht man das am besten?
Das ist ganz einfach. Pass auf. Wir suchen uns eben einen angenehmen Raum aus. Natürlich nicht unbedingt jetzt im Auto vor der Ampel, wird schwierig, sondern einen ruhigen Raum, einen ruhigeren Bereich. Im Laufe der Zeit könnt ihr das auch machen, wenn ganz viele Menschen da sind. Ich kann es zwischenzeitlich auch dann, wenn ganz viel Trubel ist, am Anfang nicht, einen ruhigen Bereich raussuchen. Morgens in der Küche oder im Wohnzimmer, auf dem Sessel, im Geschäft, in einem Ruhebereich, in einem ruhigen Bereich, in einem ruhigen Zimmer und abends natürlich vielleicht im Schlafzimmer. Und ihr setzt euch hin, macht es euch bequem, einen schönen Stuhl, lasst vielleicht im Hintergrund noch ganz leise, sanfte Musik laufen und dann fangt ihr an zu atmen. Und zwar atmet über die Nase ein, und zwar 4-5 Sekunden. Spürt den Atem, wie er hier in den Nasenflügel vorbeigeht, fühlen, und dann geht er in die Lunge runter. Kurz anhalten und dann atmet ihr 6, 7, 8, 9, 10 Sekunden aus. Wenn du nur 3 Sekunden einatmen kannst, wenn die Lunge es noch nicht zulässt, dann atmest du erstmal nur 3 Sekunden. Dann 4 und vielleicht schaffst du immer 5. Wichtig ist immer einatmen. Kurz am Ende der Einatmung anhalten und dann und über den Mund ausatmen. Nase ein, Mund ausatmen und bei der Ausatmung kommt eine schöne tiefe Entspannung und diese Entspannung genießen. Und was ihr auch machen könnt, ihr könnt einfach beim Einatmen euch die Zahlen vorstellen. 1, 2, 3, 4, Stopp. Ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Stopp. Und immer dann, wenn ihr auf den Atem achtet, den Atem verfolgt und euch gleichzeitig die Zahlen vorstellt dabei, was tun wir? Wir lenken unser Gehirn ab, ständig zu grübeln. Wir lenken unser Gehirn ab, schon wieder in der Vergangenheit zu sein oder in der Zukunft, sondern im Hier und Jetzt bleiben. Und dieses im Hier und Jetzt bleiben, auf die Atmung achten, sorgt dafür, dass ihr im Gehirn unglaublich viel Energie freisetzt. Das stärkt die Resilienz, die Stressstärke. Das stärkt das geistige Kapital. Das heißt, wenn wir danach wieder arbeiten, haben wir viel mehr Bums im Hirn. Das heißt, unser Gehirn ist viel leistungsfähiger. Viel, viel leistungsfähiger. Weil wir in dem Moment natürlich dem Gehirn eine Ruhephase gegeben haben. Wenn wir den Bizeps oder die Brust trainieren, geben wir denen auch immer eine gewisse Ruhephase. Und so muss man es auch mal in unserem Gehirn sehen. Unser Gehirn kann ganz viele Gedanken produzieren. Zwischen 50.000 und 70.000 Gedanken pro Tag. Das ist eine Hochleistungsmaschine. Und dann mal zwischendurch dem Gehirn zu sagen, ja, du darfst jetzt mal eine Auszeit haben, ist sensationell. Und sensationell, was auch dann das Gefühl anbetrifft. Also ganz klar, Atem beobachten. Jetzt kommt die Nummer 3, Achtsamkeitstraining. Nummer 3, das sind diese drei fest verankerte, auf wie das geht am besten, am einfachsten mit einer Atmung. Es gibt natürlich ganz viele Techniken, die man anwenden kann. Das ist die einfachste Technik, die man überall anwenden kann. Ich persönlich mache ein sogenanntes Herzvariabilitätentraining mit Atemtechnik, wo ich dann direkt ein Feedback bekomme, ob ich das richtig gemacht habe. So, jetzt kommen wir zu Nummer 3. Die Nummer 3, Achtsamkeitstraining. Was da wichtig ist, passt auf, wir gehen oft tagsüber in Gespräche rein, in schwierige Gespräche, Verhandlungsgespräche, Verkaufsgespräche und gehen da patsch rein. Unser Gehirn ist noch voll in vielen anderen Dingen verfangen, in vielen Gedankengängen, die davor waren, die wir noch planen müssen, danach ist es befangen. Wir haben uns noch gar nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt, das heißt, wir sind noch nicht in diesem Aufmerksamkeitsmodus für diesen Menschen und für dieses Gespräch. Deswegen die Nummer 3 ist sogenannte Vorbereitung auf gewisse Situationen. Das heißt, was sage ich dazu, was von kombiniere ich den Punkt am besten? Momentane Achtsamkeit. Momentane oder spontane. Spontane Achtsamkeit. Das ist die Nummer 3. Dass wir uns, da muss man jetzt keine 5 oder 10 Minuten machen,
Da reichen manchmal auch wirklich 3 Minuten aus, 2 Minuten. So, ich habe jetzt zum Beispiel ein schwieriges Telefongespräch mit einem schwierigen Kunden. Oder ich habe jetzt zum Beispiel bei mir heute Abend, habe ich jetzt schon wissentlich ein sehr schwieriges Gespräch mit einer Kundin. So, und jetzt gehe ich her und gucke, dass ich in meinem Terminkalender mir vorher die Zeit nehme, mich auf dieses Gespräch vorzubereiten, indem ich erstmal auch wieder an die Atemtechnik denke und im Gehirn projiziere ich mir meine Vision dieses Gespräches. Ich bereite mich auf dieses Gespräch vor, ich habe schon eine Ahnung, was für Themen kommen dran, um was geht es da, und dann bereite ich mich persönlich 2-3 Minuten auf das Gespräch vor. Ich habe in meinem Geist schon die Bilder, wie dieses Gespräch verläuft. Ich atme dabei gleichmäßig ein und aus und habe diese Bilder im Kopf, das Gespräch, wie es läuft, wie soll der Gesprächsverlauf aussehen. In dem Moment, was mache ich? Ich bin auch wieder Unitask und sorge dafür, dass das Gehirn sich jetzt nur um eine Maßnahme kümmert, und zwar um die Maßnahme, was jetzt gleich wichtig ist, und zwar um die Person, die jetzt gleich kommt. Sei es im Geschäft ein Kunde, sei es ein Mitarbeiter oder sei es sogar in der Familie. Denn ganz oft agieren wir spontan los und haben unser Gehirn noch gar nicht sortiert, unser Gehirn noch gar nicht programmiert für dieses Gespräch. Das sind nur 1-2 Minuten Atemtechnik und Bilder im Kopf. Wie soll das Gespräch verlaufen? Soll der Kunde neben mir Spaß haben? Soll ich Erfolg haben? Werde ich Erfolg haben? Sind die Bilder da? Wow, ich habe Erfolg. Yes, ich habe einen Abschluss gemacht. Ja, ich habe meine Frau davon überzeugt, dass es Sinn macht, sich keine Gucci-Schuhe zu kaufen. Ja, das sind alles Dinge, die wir im Vorfeld mit uns in unserem Gehirn erstmal uns darauf einstellen können. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Erfolg haben, erst die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein tolles Gespräch haben, ein gutes Gespräch führen und jetzt auch wieder, dass wir Erfolg haben. Und dadurch, dass wir Erfolg haben, danach motiviert sind und dadurch, dass wir Erfolg haben, motiviert sind, danach glücklich sind, ist ja um 100% höher, wenn ich es nicht gemacht habe. Und das mit nur einem minimalen Einsatz von 1, 2 bis 3 Minuten. Das ist sensationell, kostet kein Geld, hat keine Nebenwirkungen und ist jederzeit zur Verfügung. Mehr kann man nicht wollen, oder? Also, ich bin gespannt, probiert es mal aus und gebt mir ein bisschen Feedback, wenn, was ihr dazu sagt, wie es sich angefühlt hat. Aber ich kann euch echt garantieren, wenn ihr die Sachen macht, das ist sensationell, wie geil sich das anfühlt. Das ist sensationell, wie auf einmal Energy zum Fließen kommt. Das ist unglaublich und könnt ihr euch jetzt im Moment, wenn ihr es noch nicht probiert habt, nicht vorstellen. Deswegen wünsche ich euch beim Ausprobieren ganz viel Spaß und freue mich natürlich bald wieder von euch was zu hören und vor allem auch unten in den Bemerkungen gern mal euer Feedback, was ihr dazu sagt und vor allem welche Veränderungen ihr festgestellt habt. Vielen Dank, hier war Andreas Triembacher, Mr. T aus Karlsruhe.